Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück mit eurem Crunch Cow bei Rescue 2 Everyday Heroes. Heute, wir haben hier noch einen Brand, wo wir natürlich uns nicht lumpen lassen wollen und einfach mal mit dem vollbesetzten 1-1 hinfahren. Das muss reichen. Hoffentlich. Gucken wir mal, was noch für ein Einsatz reinkommt. Da können wir dann zum Beispiel. Die haben ja gar kein Standrohr. Die haben nur eine Pumpe. Die haben Standrohr. Und die können wir hinsenden. Während wir hier dann schon mal die Mission starten können. Das dachte ich mir nämlich, dass wir hier nur. Oh! Das brennt ja hier lichterloh. Dass wir hier die Pumpe brauchen und wahrscheinlich sonst nur ein Waldstück haben. Beweg dich. So, du holst mal bitte die Pumpe. Du kannst schon mal einen Verteiler holen. Du kannst die Pumpe da hinsetzen. Den Verteiler kannst du dir schon mal anschließen. Du holst den Schlauch. Du holst den Schlauch. Du bringst den Schlauch. Verteiler dahin. Boah, sind doch schon langsam, aber sicher eingespielt hier. Jo, 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 jo. So, jetzt fangen wir an, von zwei Seiten zu löschen. Nämlich einmal von der Seite. Und dann gehen wir mit dem auf die andere. Machen die den Scheiß mal aus. Vor allem auch mal hier den Baum so ein bisschen benässen. Wie sieht es denn so drumherum hier aus? Eigentlich ganz okay, sodass wir die Bank hier löschen können. So, und wenn die Bank gelöscht ist, kann der hier den Scheiß löschen. Das fängt jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr an zu brennen, weil. Ja, doch, könnte noch. Normalerweise sollten wir dem jetzt hier Hitze entziehen. Ja, und schon haben wir das auch erledigt. Das ging ja super schnell. Man fragt sich ja, was soll jetzt noch kommen? Was soll mich überraschen? Aber irgendwie muss es ja auch in diesem Spiel mal weitergehen. So, hier haben wir dann die Mission, die wir auch nochmal starten können. Da haben wir ein Fahrzeug mit einem Standrohr. Oh, Kacker. Ich brauche das Drehleiterfahrzeug. Und den Rettungswagen. Ja, geilo. Habe ich wieder richtig gut gemacht. Habe ich mal wieder ein bisschen geschlafen. Halt, stopp. Ah, ah. Drücke mal das Falsche. So, hier Standrohr. Du legst einen Verteiler. Da holst du einen Verteiler. So, du holst dir dann schon mal einen Schlauch. So, du kannst schon mal hier hin. So, ihr könnt aussteigen. Da. So, du holst einen Verteiler. Du holst dir einen Schlauch. Du holst dir einen Schlauch. So, du kannst ja schon mal hier deine Arzttasche holen. Ja, du kannst übrigens anfangen zu löschen, ne? Ist also jetzt nicht so, dass du hier Maulaffenpfeil halten musst. Maulaffenpfeil, das habe ich auch schon echt schon lange nicht mehr gesagt, sowas. So, grabstell mal den Verletzten hier.
Bring mal die arme Sau runter. Schmeiß den mal hier gleich hin. Zack. Behandeln lassen. Schmeiß den Fahrzeug zurück. Das klappt ja eigentlich ganz gut hier. So, jetzt bringst du den bitte da rein. Du kannst hoch. Du kannst hoch. Du könntest da eigentlich auch hoch. So, du schnappst dir den. Du schnappst dir den. Und dann gucken wir mal erstmal kurz weiter, weil ich jetzt auch nicht weiß, welchen wir jetzt nicht gegriffen haben. Ah, Ina. So, dann bringen wir den auch runter. Dann haben wir die Mission auch schon erledigt. Und diesmal sogar effizienter als die anderen Male, weil sonst fing es auch hier immer an zu brennen. Das haben wir aber jetzt schön umgangen. Hehehe. Ach Gott, was bin ich froh, wenn der Husten weg ist. So. Habe ich ganz vergessen, dass da auch stand, Verluste und was weiß ich was. Und ich dachte, das wäre jetzt nur ein einfaches Feuer, aber nee. Mission der Hauptgeschichte. Harbor, da. Ein Munitionslager steht in Flammen und die Lage ist ernst. Laut dem Besitzer hatte Brandmeister Kodik das Brandschutzsystem erst dieses Jahr überprüfen lassen. Noch funktioniert es nicht mehr. Lasst größte Vorsicht walten. Da schicken wir doch alles hin. Ja, tut mir leid, Kurzberg. Dass es das jetzt nicht anders geht. Wir warten, bis alle da sind. Dann starten wir nochmal die Hauptmission. Mission, was war denn das jetzt? 62? Wer ist denn das mit dem Dingens drauf? Ist ja auch egal. So, du kannst ja aus dem Rettungswagen Feuerlöscher holen. Feuerlöscher. 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 Da sind auch giftige Gase. Das könnte natürlich ganz interessant werden. So, du bringst mal Standorte an. Du wirst schon mal die Tür hier aufmachen. Tür aufmachen. Ja, geilo. Steht was im Weg, hätte ich auch sehen können. Was? Das ist ja ein Feuerlöscher holen, du Nase. Yes. Understood.
So, schnell rein. Hier wieder raus. So, du kannst dir aus dem... Oh ne, Entschuldigung. Aus dem einen Verteiler holen. Ne, Entschuldigung. Aus dem einen Verteiler, wobei es ja auch Wurst. Sind Verteiler mal hier anbringen. Das Fahrzeug könnten wir auch mal ein bisschen wegfahren. Es geht schon ganz schön ab hier, das Ding. Finde ich echt mal nicht gerade winzig, das Feuer. Wir werden jetzt natürlich größte Vorsicht walten lassen. So, die beiden lassen wir jetzt erstmal löschen. So, die lassen wir auch mal wieder zurücklatschen hierhin. Das sind die, die dann gleich den anderen Brand löschen werden. So. Ihr könntet euch von dem kleinen Schläucher holen und gegenlöschen. Ja, rennen innen lang, kein Thema. Maximale Anzahl des Werkzeugtyps, nämlich verkohlen. Wieso kann er denn keinen Schlauch mehr holen? Geht doch, hä? Die maximale Anzahl an bla bla bla. So, jetzt kommt der Feuerlöscher zum Einsatz. Olle. Was ist denn mit euch? Warum kann ich euch denn nicht richtig greifen? Kommt doch mal her jetzt. Du doch mal vom Rettungswagen auch noch ein. So, das ist ja alles herzallerliebst hier. Affirmative.
Understood. Yes. Affirmative. Yes. Stoppel, mach mal keinen Scheiß jetzt hier. Stell dich mal ordentlich hin und lösch mal ordentlich. Hallo, ordentlich löschen. Ja, komm, dann mach halt erst das weg. So, warte mal. Das stellen wir mal hier zur Seite. Du holst immer bitte auch noch einen tragbaren Feuerlöscher. Komm, lässt die ja eigentlich nicht weiter. Das irritiert mich total. Verstehe ich nicht. So, wo ist denn der mit dem Feuerlöscher hier? So, kannst du jetzt trotzdem noch was holen, oder? Ja. Okay, hat sich schon erledigt. Boah, das war ja mal eine Ansage hier. Aber hat ja gut geklappt. Schaumzumischer ist freigeschaltet worden. Und Flüssigkeitsbremse zu geben. Das können wir uns im Tutorial ansehen. Aber erst im nächsten. Vielen Dank fürs Reinschauen bei dieser doch ganz guten Mission, die wir jetzt hier hatten. Ich fand, die war gut gemacht von den Entwicklern. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Crunch Cow Rescue 2 Everyday Hero. Bis dahin, haut rein. Ciao.